Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Rise and Fall als Korea. Wir haben jetzt, mir wurde der Tipp gegeben, nachdem ich das vorige Video aufgenommen habe, weil das ist nämlich mega lang her, auch wenn es gestern rausgekommen ist, weil ich ich habe ja Ida vorgestellt, weil ich das verkeckt habe, dass ich nicht Rio zuerst hätte angreifen sollen, weil da die Palastwache drin ist und sobald er eine neue Hauptstadt dran, hat, ist dann dort die Palastwache drin. Das heißt, ich sollte mal ein bisschen chillen und zuerst die einfachen Städte holen und dann erst die nächste Hauptstadt. Ich frage mich aber jetzt gerade, wo die Palastwache da hingekommen ist. Salvador d'Abajir? Ja, das ist die neue Hauptstadt. Die werden wir jetzt kurz einfach liegen lassen und dann werden wir uns einfach mal die beiden holen. Weil hier sollten wir jetzt relativ okay sein, oder? Rio ist angefressen, ne? 40 Sekunden. Ihr seid alle okay, ja. Das heißt, wir lassen die unten, beiden da mal liegen und dann gehen wir da beim Zurückfahren sozusagen. Holen wir uns die beiden da unten. Ist die Idee. Also jetzt müssen wir meine Rittichen überleben. Die sind sowas von am Arsch, alle. Wir müssen jetzt mal ein bisschen überleben hier. Vor allem der Kutsch 5000 blöden Katapulten. Naja, wie mir diese Katapulte solche Probleme bereiten können. Das macht mich fertig. Da ist jetzt problematisch, wenn ich hingehe, nicht? Das ist jetzt schlecht, weil da steht jetzt wieder das Bild des Salvador d'Abajir. Aber ich meine, die Katapulte sollten nicht so gut wie keinen Schaden an Rittern machen, oder? Wenn man ein Ritter ist, der was auf sich hält, dann... Oh, shit. Dann kann man ja nicht einfach so sich von Katapulten Angst einjagen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja völlig lächerlich. What the fuck? Nicht wahr? Wo ist da? Habe ich nicht zwei Bogies? Wo ist mein zweiter Bogie? Ist der da unten? Da ist mein zweiter Boki. Voller Loyalitäten, 7 Runden. Was ist, wenn ich rausgehe? 3 Millionen 56 Runden, aber... Sag mal ehrlich, ist das so schlimm? Sind die wurscht, 56 Runden. Also kommst du mal darüber. Nach Sao Paulo. Weil Sao Paulo repariert nämlich in 9. Nein. Lieber Peter. Aber das war viel Gold, das muss ich zugeben. Du hast dich quasi fast bemüht. Du bist auch rein. Wo rennst du jetzt schon wieder hin, du Trottel? Rebellion 8 Runden. Das ist zumindest nicht schneller geworden. Wir werden dich hier mal flankieren. Ja, und dann heimer... Hey, ich wollte nicht hier. Dann heimer kurz wirklich. Wobei, ich meine, das sollten wir innerhalb von einer Runde einnehmen können. Vielleicht bin ich gerade wieder zu... timid? Zu schüchtern? Zu... nicht draufgängerisch genug. Ich meine, ja, das ist zweimal mit einem Ritter draufhauen und die Stadt köpfen mir. 127 Sekunden. Aber ich meine, Einheiten killen ist auch nicht. Die macht doch eh keinen Schaden. Aber du machst vielleicht ein bisschen. Warten wir mal, bis er da oben ist. Wir können ruhig noch einmal. Ich meine, ich habe schon Lust. Ich gebe es jetzt zu. Ah, fuck it. Nehmen wir die blöde Stadt an. Ja. Bams die. Nummer 1. Bams die. Nummer 2. Oh, es geht sie vielleicht nicht aus. Na kaum. Bams die Nummer 3. Haben wir uns die Stadt geholt. Gut. Das gefällt. Stadt behalten. Ja, wir behalten alles jetzt fein. Aber das Ding, das ist nur blöde Glaubensbezirke überall. Da ist wenigstens noch ein Handelsbezirk. Hätte ruhig schon ein paar Campus bauen können da drüben. Auch kaufen von mir. Das ist halt nur schwierig. Weil das laut den Spielmechaniken nicht geht. Blöde Spielmechaniken. Die haben immer einen Strich durch die Rechnung machen müssen. Regeln. Ich bin Rebell. Bin nicht für Regeln zu haben. Kornspeicher. Außer die Straßenverkehrsordnung, die ist wichtig. Kornspeicher reparieren. Wassermühle reparieren. Bin ich noch eine große Stadt? Eigentlich nicht. Wieso wollen wir denn einen Kornspeicher reparieren? Vielleicht wollen wir das gar nicht. Baue ich hier nur einen Belagerungsturm? Ja, oder? Da. In 31 Runden. Ah, warte mal, habe ich Magnus reingesetzt? Look at me go. Das heißt, ich holz dann den raus. Holy shit. Wollen wir noch einen zweiten Kaffee? Ich meine, es will eh niemand mehr bei mir kaufen, weil mich alle nicht mögen. Was ich durchaus etwas gemein finde von ihnen. Wir hauen jetzt da den Kornspeicher rein, ich meine. Gibt es denn nur einen Hügel? Wir müssen mal ein bisschen hügeligeres Gelände haben hier. Okay, das sind schon Hügel. Das ist alles schwierig. Das baue ich gerade. Okay, gut. Ja. Yep. Sure. Not sure. Meh. Okay. Eh. Alright. Ja. Hätte ich gedacht, wie oft kann ich jetzt so einen Sound von mir geben? Sehr oft. Sehr oft. Dafür habe ich studiert. Kornspeicher reparieren, Monument. Stabmauern.
Bauen wir mal ein Monument dran oder? Nein, eigentlich will ich dein CO1 bauen, wenn ich irgendwo einen bauen kann. 150 Gold! Bist du von mir, du Wahnsinniger! Wollen wir eigentlich. Kurze Zwischenfrage. Wollen wir. Wollen wir den. Ich mache den Satz fertig. Wollen wir den Brasilianer vielleicht in einer Stadt leben lassen, damit er mich bezahlen kann für sein Leben? Ey, da oben ist eine Stadt, die ich nicht unbedingt haben will, oder? Porto Alegre. Porto Alegre! Ja, sagt man sicher nicht so. Das ist Portugiesisch. Das hat sich jetzt eher nach Italienisch angehört, was ich gesagt habe. Und meine Handbewegung hat auch sehr italienisch sich angehört. Weil wenn wir ihm nur eine da unten lassen, würden die dann vielleicht eh loyalitätstechnisch zu mir überlaufen, oder? Vielleicht. Wenn ich ihm nur die lasse und ist umringt von meinen Städten. Maybe. Nur müsste ich jetzt da bis da oben reiten. Das sind ja auch nicht das Zweck, dass er. Ist da nur der Norweger? Der Norweger ist leider nicht. Ich meine, ich will ja nicht sie angreifen. Sie ist die einzige, die mich mag. Greifen wir jetzt wirklich nur einen an? Aber ich kann nicht. Ich bring's nicht übers Herz, der arme Gitarre. Wir werden jetzt beste Freunde sein über den gesamten Verlauf des Spiels. So wird das passieren. Ich kann sie jetzt nicht angreifen. Meine beste Freundin. Aber es ist leider auf dem Weg zum. Warte, vielleicht kann man da oben Richtung Norwegen? Vielleicht ist das ein See und kein Meer. Ich bezweifle es. Aber die Hoffnung besteht. Und sonst müssten wir halt doch da oben siedeln. Oder wir scheißen dann auf alles. I don't know yet. Aber für was habe ich meinen ganzen schönen Rittichen gebaut? Und nicht damit nur den Brasilianer einnehmen und sonst nichts. Warum müssen wir so befreundet sein? Vielleicht muss ich mal meine innere Nettigkeit ablegen, was ich ja sonst nie tue. Und doch jemanden angreifen, der mich nicht angreift, was ich sonst auch nie tue. Monumentkornspeicher. Rezife. Bist du Rezife? Ja, du bist Rezife. Oder wie auch immer man das ausspricht, was ich nicht weiß. Don't kill me. Genau. Da wollte ich ja, da habe ich über den CO1. Ja, fuck it. Philosophiert. Wir holen uns den CO1. Das ist fein. Brauchen mehr Wissenschaft. Du gehst, mein Freund, mal da. Nein, warte mal. Nein, ich wollte mit dem nach oben gehen. Yo, wait, one fucking second. Bist du jetzt nach Gang? Ja, geh mal da rauf. Gyeongju. Gyeongju, egal. Warte, wieso ist meine Hauptstadt so schlecht? Du bist nicht meine Hauptstadt. Du bist meine Hauptstadt. Sei mal ein bisschen besser. Schau dir Rio an. Die bringt 3 Nahrung und 2 Produktion auf. Und du, 2-1, ist eine Schande. Für Korea. Sogar Sao Paulo ist besser als du. Wie kann man da noch in den Spiegel schauen? Wenn Sao Paulo besser ist als man selber. Wollte ich dich abholzen? Das schaut irgendwie sehr danach aus, als hätte ich dich abholzen wollen. Machen wir mal. Wamsty. Jetzt haben wir schon in einer Runde unseren CO gewonnen. Look at us go. It's a miracle. Du gehst da ein. Du bist sicher, weil du dich hinter Gitarre versteckst. Das ist nicht sehr nobel. Du bist viel größer. Und hast sogar einen Helm. Gitarre hat keinen. Schau dir die Muskeln an. Solltest dich nicht hinter Gitarre verstecken. Ich meine, sie ist auch mächtig, aber sie hat. Na gut, sie hat eine Krone. Maybe it's fair. Weiß noch nicht ganz genau. Was ist besser, Helm oder Krone? Ich meine, Helm natürlich für den praktischen Nutzen in einem tatsächlichen Kampf. Aber Krone bedeutet, dass man ziemlich viele Freunde hat, die auch kämpfen kommen. Von dem her, glaube ich fast, die Krone gewinnt da. Yo, Sao Paulo. Jetzt gehst du schon wieder. Nein, du gehst rebellieren in 54 Runden. Reg dich nicht auf, Gummibaum ist schlecht für den Blutdruck. Genau, wir holen uns Brasilia. Wir holen jetzt Brasilia. Du musst gar nicht so deppert hier. Ich will rebellieren in 8 Runden. Hör mal auf da. Man muss nicht immer die ganze Zeit nur rebellieren. Hin und wieder muss man sich auch der Lage, you know, anpassen. Nicht immer nur deppert rebellieren. Wem hat eine Rebellion schon jemals geholfen? Frag William Wallace. Wallace? Kein Schottisch. Nix hat's ihm geholfen. Gestorben ist er. Depperte Reden gehalten hat er noch vorher, aber das bringt auch nichts, wenn du nachher tot bist. Tod ist tot. Das hat schon meine Großmutter immer gesagt. Du bleibst einmal nicht hier, weil wir gehen jetzt Brasilia holen. Du bist mit deinen. Das ist, was mich nervt, Brasilien. Deine popeligen Einheiten hier. Wenn es wenigstens gescheite Einheiten wären. Aber nein. Es ist wie lästige Gelsen im Sommer. Oder Fliegen. Oder sowas. Ja, könnte. Mein Gott. Gitarre. Musstest du da jetzt hier was hinbauen?
Vielleicht hat er eine Landbrücke und ich hätte nach Norwegen weiterziehen können. Du bist schon langsam. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist vielleicht eine Hochverräterin. Und der bist mit Harald im Bett. Ich meine das jetzt politisch gesehen, nicht unbedingt sexuell. Ich meine, jetzt, weil, keine Ahnung. Ich möchte jetzt da keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich sage nur, politisch gesehen sieht es so aus. Seid ihr befreundet? Naja. Naja, ist jetzt nicht mal unfreundlich. Er mag dich nicht einmal. Ist es ein Fall von ich will haben, was ich nicht haben kann? Mag sie dich? Oh mein Gott. Gitaria. Eieiei. Einheit benötigt Befehle. Es tut mir ja leid für die arme Gitaria. Aber ich möchte halt trotzdem eigentlich den Norweger angreifen. Ich weiß, ich kann da immer noch nicht durch. Und ich weiß, dass ich schon circa dreimal darauf gegangen bin. Hey, ich hab den Siedler. Oh, shit. Mit dem sollte ich da durchgehen. Upsi. Mein Fehler. Rebellion in Achtung. This is fine. Hey, Brasilia. What's up? Diese... Au, diese Geräusche, die sich so anhören, als würden gleich die Aliens kommen und alle umbringen. Stell du dich mal da ein. Hey, du hast eine Beförderung bekommen, this is wonderful. Du kommst du mal da ein. Wo ist eigentlich der Ding? Den sollte ich auch einmal... Mit Ding meine ich natürlich wie immer General. Sollte ich auch mal wieder einen Ausritt verschaffen. Wieso habt ihr alle keine Beförderung? Können wir das mal erklären? Du solltest alle Beförderungen haben. Ah, du hast deine. Rode. Sonst nur mehr? Nein, das waren alle. Ja, ich meine, bleib halt einmal das... Naja, eigentlich könntest du jetzt da rein. Naja, fair point. Ich brauche aber gar nicht alle da oben. Ich meine, soll ich damit euch weiterrennen und mit dem Rest das da unten holen? I don't know. Soll ich ihm die Stadt da oben lassen oder nicht, ist meine Frage. Ich meine, er ist lustig, er hat da Plus-Loyalität. Ich habe da oben doch eine Minus-Loyalität, oder? Warte, lass mal meinen Siedler. Na ja, gut, der Siedler hätte jetzt Minus-Loyalität wegen der Stadt. Das ist ein Schaß da oben. Aber das ist schon nicht so schlecht. Haben wir Elfenbein? Ich glaube, wir haben Elfenbein. Haben wir Elfenbein? Ah, ich habe CQUI schon wieder nicht angemacht. Dafür, hey, Schwabenboy, siehst du diese ganzen schönen Ertragssymbole? Das ist wunderbar. Aber ja, shit, ich habe CQUI schon wieder nicht angemacht. Das ist was so lange her, es ist das letzte Mal. Ich habe keine Elfenbeine, ist die Antwort darauf. Ja, nein, wir müssen uns das da oben schon holen. Da gibt's Gips und Elfenbeine, was ich nicht habe. So. Ich glaube, ein Dreiergrüppchen reicht. Eigentlich würde ein Zweiergrüppchen reichen, aber vielleicht baut er eine Mauer bis dahin. Ja, wir machen mit einem Dreiergrüppchen da oben die Städte und sich und dann haben wir da ja eh noch ein paar Ritter da unten rumstehen auch. Damit können wir uns Salvador da Bahia und der Kumasi holen. Der kommt irgendwie nicht mehr ganz so rechtzeitig, habe ich das Gefühl, der gute Belagerungsturm. Der hat eher ausgedient. Ein Schiffball wäre auch nicht schlecht, by the way. Nur, sorry für das laute Ausatmen gerade. Es tut mir sehr leid. Ich bin übrigens immer noch verschnupft. Auch noch dazu. Ich meine, was soll das? Das ist schon mehr als eine Woche her. Ich will nicht mehr verschnupft sein. Ich finde, ich habe meine Strafe für keine Ahnung. Wo es kalt war, draußen nackt rumlaufen. Das habe ich nicht wirklich gemacht, aber nehmen wir mal an, ich hätte das gemacht. Ausgesessen bereits. Nein, ich habe es wirklich nicht. Ihr müsst mich nicht anzeigen gehen wegen. Das ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses? Öffentlich. Irgend sowas, oder? Nicht, dass ich mich damit auskenne. Wirklich nicht. Jesus, das ist schon der Matest Joke. Wir gehen mal da hin. Du gehst hier hin. Du gehst da. Nächste Runde. Nicht auf meinen armen Ritter schießen. Nichts getan. Ja, Rotte, du wirst dann mal wieder... Ja, wir können mal langsam in die Richtung trotten. Du chillst. Du walkst da weiter, deppert in der Gegend herum. Jetzt haben wir plötzlich eine Mauer, hä? So schnell ist gegangen. Ja, Junge, du wirst aber auch belagert. Da, Whamsty, Numero Uno. Bamsty, Numero Due. Gwamsty, Numero Tre.
kein Italienisch. Ah, fuck. Du bleibst da, du bleibst da, du kommst hier hin. Produktion wählen. Na, Stadtmauern brauchen wir nicht, die sind ja friedlich. Belagerungsturm? Ich glaube, wir machen einfach. Du kannst, du hast nur Chars, genau. Mein Fehler. Ich dachte, ich kann da vielleicht was Cooles machen. Ich kann überhaupt nichts Cooles hier machen. Ich kann nicht mal einen Servon bauen in der Stadt, weil das schon alles mit unnötigen. Weißt du, das bauen wir mal ein paar Handwerker. Wenn du sie schon, wenn du nichts Besseres zu tun hast, dann bauen wir wenigstens für die anderen ein paar Handwerker. Du hast noch zwei Aufladungen. Können wir mal Dschungel beseitigen, damit der Servon hier ein bisschen schneller passiert? Und hör mal auf mit dem depperten Rebellieren in einer Tour. Das hält mir nicht aus. Nur am Rebellieren. Bisschen konstruktiv sein. Hin und wieder. Du gehst jetzt in die Richtung. Achso, da war ich auch schon scheinbar. Du gehst... Ah, no. Somewhere here. Was ist das für ein... Aber es geht nicht um Ziff. Und falls ihr es nicht erkennen könnt, dann liegt es sicher nicht an meinen Summkünsten. Nur um solchen Gerüchten gleich einmal vorzubeugen. Rosanisch. Dankeschön. Ja, wir behalten die depperte. Warte mal, du bist ja wirklich das deppertste Städtchen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ist es wirklich nicht an. Jedes Frischwasser hat er verpasst. Und noch, dass man ein Aquädukt da einbauen könnte. Da könnte man ein Aquädukt bauen, aber. Ich bin kein Stotterer. Aber. Wir wollen ja eh kleinere Städte haben. Forschung wählen. Oh, right. Wir haben Bildungswesen einfach durchgetaggt. Wir Wahnsinnigen. Bin ich denn noch zu retten? Wir machen mal Eisenverarbeitung, wenn wir dafür nur eine Runde brauchen. Aber ich würde eigentlich gerne so, hab die Gilden ausrichten. Warum muss ich jetzt da so Zeug haben, das ich überhaupt nicht habe? Bau deine Universität neben einem Berg. Ja, sonst noch was? Astronomie? Lächerlich. Wie lange werden wir jetzt brauchen bis Chemie? Sollte man jetzt Chemie bilanen? Das ist wieder was, was ich nicht weiß. Ich meine, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man Chemie nicht bilanen soll. Das einzige Problem ist, dass ich da überall die Dings nicht habe. Wie nah sind wir in Gilden? Nicht besonders nah, oder? Na, oder? Oder? Nah. Ich meine, wir könnten da innerhalb von 17 Runden hin, oder? Yes, we could. Good indeed. Richtig, für Handelswege? Das habe ich doch eh gleich. Okay, wait a second. Gehen wir jetzt doch Richtung Gilden? Kann ich schon aufs... Hallo? Könnte auch schon aufs Söldner. Ist es jetzt wichtiger, Gilden zu haben für den Ding oder die Handelsrepublik für alles andere? Was haben wir hier? Lässt du einer Stadt auf 10 wachsen? Ja, komm. Was soll denn der Blödsinn? Auf 10? Ey, kann ich Sao Paulo oder sowas auf 10 sein? Rio? Alles eine 6. Schade. Sehr schade. Das ist jetzt wirklich eine berechtigte Frage, finde ich. Warte mal. Gilden bekomme ich. In meiner Universität neben einem Berg. Habe ich hier irgendwo einen Servon neben. Da habe ich einen Servon neben einem Berg. Da ist aber noch nicht einmal eine Bibliothek drin, ist das Problem. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich beide, aber das dauert beides länger, als wenn ich... Oh, it's so hard. Kannst du bitte aufhören, so illoyal zu sein? Wir haben gerade noch... Weswegen bist du illoyal? Da gibt es ja noch mal. Ja gut, es gibt noch die Städte hier. Aber wir sind deine Best Friends. Ich muss mir das überlegen, wie ich das mache mit den Horeca-Bonussen. Es ist wirklich nur die. Ich kann mir das nicht leisten. Ich meine, wenn ich mit dem Brasilianer Frieden mache, kriege ich vielleicht genug Geld zusammen, dass ich mir sowohl eine Bibliothek als auch eine Universität hier reinkaufen kann. Das bezweifle ich in die sehr. Na, das kostet 1360 Gold. Ich meine, bitte, wo sind wir denn? Das ist hier nicht die Côte d'Azur. Wir haben nicht so viel Geld. Okay, wurscht. Das wäre es einmal für die Folge. Ich überlege dabei. Ich hoffe, wenn mir das euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da und abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.